Auf der Suche nach Lester befinden wir uns jetzt noch immer in diesen komischen Höhlen, die von den Orks bewohnt werden. Willkommen zurück zu Arcania. Ja, hier sind noch immer ein paar Orks am Leben, obwohl wir natürlich den Häuptling schon längst geplättet haben. Umpaschak Navark! Oder so. Mein Gold, meine Waffe. So, da hinten könnten wir weitergehen. Was ist denn das hier? Der steht völlig blöd hier vor dem Ding rum, oder was? Stumpfes Messer nehme ich doch gerne mal mit. Oh, die haben Bedia-Schrein hier unten. La, 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 la. Da, du Lümmel, duck dich nicht weg. Du kannst mich nicht bezwingen, dreckiger Ork. Ich habe schon ganz andere Orks niedergemacht. Mit denen aus Myrtana könnt ihr Tiere euch nicht messen. Ganze Städte habe ich hier... Ach nee, Moment mal, das war König Robert der Dritte. Da bin ich jetzt in meiner Rolle etwas abgewichen, sage ich mal. Ich bin ja der dumme Schäfer momentan. Na gut, was soll's. Habe ich halt noch nicht mehr Orks platt gemacht. Kenne ich halt nur die Tiere. Zack. Boah, hier geht's gleich weiter mit dem Pack. Mensch, stirb! Schamane, friss Socken! So, dein Zeug kannst du gleich liegen lassen. Götzenwächter. Ich töte! Das klingt ja auch herzallerliebst, wenn ich das mal so sagen darf. Zack, erster ist weg. Und der zweite wird gleich folgen. Götzenwächter, pa. Wer braucht schon Götzenwächter? Was, aber wie viele von euch gibt's denn hier unten noch? Ich bin nur Orks am Killen. Da kannst du dämlich benurren, wie du willst. Was tot ist, wird ewig tot bleiben. Voll die gruselige Höhle hier. Da oben ist schon wieder einer. Oberschamane, Urtrosch. Mensch. Boah, der hat auch was auf dem Kasten. Aua! Schamanen, Lümmel, dich mach ich alle. Aber sowas von. So. Was hast du feines? 20 Lebensenergie, 4 Nahkampf. 4 Nahkampf. Ah, das klingt gar nicht mal schlecht, ne? Habe ich zwar ein ganz klein bisschen weniger Rüstung, aber dafür habe ich im Nahkampf natürlich ein bisschen was dazu gewonnen. War es das jetzt an Orks oder kommt da noch was? Weil die Orks, die kann ich langsam nicht mehr sehen. Oh, fahr zur Hölle, du Götzenwächter. Oh, oh. Was verstehst du nicht an zur Hölle fahren? So macht man das. Lester, bist du irgendwo hier unten? Boah, was ist denn da los? Da hat irgendwas geleuchtet. LOL! Ein Schmetterling! Oder was? Hallo? Ich bin der Peter. Was? Sescha! Es wagt mich zu stören. Ich bin kein Ash. Mein Name ist... Der Wurm spricht! Diese Anmaßung soll seine letzte sein. Magrok, töte ihn. Magrok? Wer? Du kannst es ja versuchen, Magrok. Komm her! Mensch, Mensch! Boah, wieso kommt der denn schon wieder mit so vielen Freunden? Kuldrata Uchan!
meinem Bogen werde ich euch alle rasieren oder so. Und mein Freund, geht's? Das ist doch jetzt nicht sein Ernst, oder? Der hängt hier, wird fast von so einem Schmetterling gefressen. Ich klopf mich mit tausend Orks und der fragt ganz trocken: Und mein Freund, wie geht's? Oh, Lester, ich fass es nicht. So, jetzt noch zu dir. Oh Mensch, Marc Roche. Und mein Freund, wie geht's? Och, Lester, Mensch, du bist eine Marke, sage ich dir. Also, ich glaube ja, wo es hackt. Schartige Sichel. Hallo, mein Freund. Nabend. Ich bin gleich bei dir, ich wollte hier nur noch mal gucken. Und mein Freund, wie geht's? Lester, noch alles dran? Ja. Es ist nichts gebrochen, mein Freund. Ich schulde dir mein Leben. Wie hast du mich gefunden? Milton hat mir geholfen. Milton? Wo steckt der? Bei deiner Hütte, Ich muss sofort zu ihm. Warte! Sag mir, was du über den Tempel im Gebirge weißt. Komisch. Das wollte die Dämonenfrau und ihre Orks auch wissen. Ich hab den Mund gehalten, aber dir bin ich ja was schuldig. Also... Vor langer, langer Zeit... Nein, bitte nicht die ganze Geschichte. Ich möchte nur wissen, wie man da hinkommt. Wo ist der Eingang? Das konnte ich leider nicht herausfinden. Doch. Aber ich habe etwas anderes entdeckt. Ja? Was? Das, mein Freund, sage ich dir erst, wenn ich weiß, warum du dich für den Tempel interessierst. Also, mein Freund, warum suchst du einen uralten Tempel im Gebirge? So, ein Freund von mir hat mich gebeten, nach dem Tempel zu suchen. Sein Name ist Diego. Oh, das passt. Ein Freund von mir hat mich gebeten, nach dem Tempel zu suchen. Sein Name ist Diego. Diego? Dann sucht er auch nach dem Tempel. Das ist gut. Das ist sehr gut, mein Freund. Heißt das, du hilfst mir? Ja, das werde ich tun. Da wird ja auch mal Zeit. Mal, was hast du herausgefunden? Auf der Klippe im Osten von hier steht ein abgeschiedenes altes Kloster. Die Mönche, die dort leben, pflegen einen sonderbaren Inospilia-Kult. Und sie scheinen auf geheime Weise mit dem Tempel verbunden zu sein. Aha. Wenn jemand weiß, wie man in den Tempel gelangt, dann sie. Wie komme ich zu dem Kloster? Siehst du die Tür mit der Statue? Dahinter müsstest du den alten Weg finden, der das Sumpfland mit dem Kloster verbindet. Das Kloster liegt im Osten von hier, hinter einer natürlichen Steinbrücke. Die Orks haben gegen die Statue gedrückt, dann hat sich die Tür geöffnet. Okay, dann, Lester, würde ich nochmal sagen, auf und davon. Oh, was haben wir hier? Da ist wieder geschickt hier, fragt, hör mal hier. Habe ich gerade so hingekriegt, ey, was ist das? Rune der schnellen Hand. Diese Rune erhöht die Reflexe des Anwenders und erlaubt ihnen, die Welt wahrzunehmen, als würde die Zeit langsamer verstreichen. Hatten wir das nicht schon? Die war doch gar nicht so toll, die Rune. Ulumulu-Ring. Ulumulu, das klingt fast wie Ulumulu. Ein Abenteurer aus Kurenis hat einst versucht, Frieden mit dem Knochenbrecherstamm zu schließen. Er wurde erschlagen, verspeist und zu Schmuck verarbeitet. Hä, das hatten wir doch schon mal. Haben wir den Ring nicht drauf schon? Den Ulumulu-Ring. Ja, siehste. Ich hab's gewusst. Barantischer Großsäbel und die Statue natürlich. Aber ist da auch was dabei, was ich gebrauchen kann eventuell? 17er? Ne. So, komme ich hier jetzt aus der Höhle wieder raus? Ja, ich komme aus der Höhle wieder raus. Und ich lebe noch. Ha! Und wir sind auf der anderen Seite dieses Tores. Na, sieh mal einer an. Da brauchen wir doch keinen Schlüssel oder so vom Milton, sondern können das einfach so machen. Hier steht auch schon wieder eine Truhe. Krusch, zack, hasch. 18 Nahkampf braucht kein Mensch. Ein paar Jagdpfeile, die nehme ich doch gerne. So, 25 Ausdauer, 15 Lebensenergie, 6 Fernkampf. Das klingt auch ganz nett. Was haben wir denn?
Ah, ich glaube aber, das ist besser, hä? Ja, das, was wir haben, ist besser. Würde ich jetzt behaupten. Dann begeben wir uns jetzt zum uralten Kloster hinauf. Über diese wunderschöne natürliche Brücke, die mir überhaupt keine Sorgen bereitet. Boah, wenn ich hier schon runtergucke. Und ist noch das schöne Drachenskelett. Spielstand erfolgreich erstellt. Boah, hier links ist doch schon wieder eine Höhle. Sumpfland, Kloster geht's nach oben. Ach, das ist nur ein Höhlenausgang. Na gut. Oh shit. Da ist schon der erste Golem. Der Augenklappenmann war hier. Na dann, zeig doch mal, was du drauf hast. Mein großer, hässlicher, dreckiger Steinklotz. Denkst du, hättest was gegen mich in der Hand, ja? Dann pass mal auf, was ich in der Hand habe. Ein Haufen Zeug habe ich in der Hand und du nix, du Steinbrocken. Zack. Boah, aber ein angenehmer Weg ist das auch nicht. Hier muss man ja fast schon hochklettern. Steiles Gebirge. Aber wenigstens momentan keine weiteren Golems. Ich dachte, hier steht jetzt hinter jeder Ecke einer. Aber bisher scheint es ja doch recht ruhig zu sein. So, zum Kloster geht es bestimmt rechts rauf. Da ist auch eine Questmarkierung. Was ist das? Ach, du bist nur ein Knochenmann. Obsidiankämpfer. Der Obsidiankämpfer hat Verstärkung. Ein Magier. Da hinten sehen wir eine Stadt. Zack. Erledigt. So, danke für das ganze Gold und so. Danke für die alten Klingen. Jetzt aber wirklich nichts wie rauf hier ins Kloster, oder was? Bin ich schon ganz heiß drauf. Hallöchen hier oben, hallöchen. Ja, leider wieder ein bisschen was verbuggt hier, hä? Schade, schade. Ah, ein Neuling. Hallo. Willkommen, mein Freund. Wir haben dich erwartet. Ihr kennt mich? Nein. Hör zu. Ich bin auf der Suche nach einem alten Tempel hier im Gebirge. Jeder, der unser Kloster besucht, ist auf der Suche nach dem Tempel. Ist es zu viel verlangt, wenn du mir einfach klipp und klar sagst, wie ich zu ihm gelange? Nur die Äbte Galamoth und Hendor kennen das Geheimnis des Tempels. Aha. Schon gut. Wen muss ich umbringen, wenn ich mit den Äbten reden will? Oh. Du musst dich sowohl im Sinne Innos als auch im Sinne Belias als würdig erweisen. Ein anderer Fremder war hier, aber er war nur Beliahold. Ein anderer Fremder war hier? Ein Mann mit einer Augenklappe. Er hat sich geweigert, die Prüfungen anzunehmen und wollte mit List und Tücke zu den Äbten gelangen. Dafür hat ihn Belia gesegnet, aber Innos Zorn hat ihn vertrieben. Er hat eine Augenklappe? Hat er etwas über den Tempel herausgefunden? Das können dir nur die Äbte sagen. Na gut. Schon gut, ich hab's verstanden. Was muss ich tun? Die Wächter des Klosters sind erwacht und wüten auf dem Hof in heiligem Zorn. Das kann nur eines bedeuten. Der Auserwählte ist nahe. Bist du der Auserwählte? Innos belohnt Heldenmut. Geh und vernichte die Wächter des Klosters mit meinem Segen. Na gut. Na schön. Ich hau diese Wächter um, aber dann will ich Antworten hören. Sehr schön, können wir machen. Boah, hier sind ja überall Türen und Tore und hast du nicht gesehen.
Stumpfes Messer, na ihr seid ja ein reiches Volk hier oben, hör mal. Hinter dem Schrank ist eine Art Durchgang, hä? Kann das sein? Ich meine mich noch erinnern zu können, dass es hier irgendein größeres Hebelrätsel gab, sozusagen. Eins, das nicht unbedingt nötig war, aber eins, das es halt gab, ne? Ein Fremder. Hier. Ja, ein Fremder. Hier. Ich weiß aber nicht mehr, wo das angefangen hat. Es war so eine richtige Kettenreaktion. Ah, ein Neuling. Später, mein Freund. Später. Später, mein Freund. Später. Goldene Innerstatue. Oi, oi, oi. Schönes Kloster habt ihr hier oben, wenn ich das mal sagen darf. Mit schön viel Beute. Papaya. Magiegesochse. Oh, sind das die Wächter zufälligerweise? Wenn ja, mache ich die Wächter voll alle. Boah, jetzt hat er mich voll gesehen. Drecksgolem. Komm schon. Also viel zu bieten habt ihr alle nicht. So, da ist der erste schon weg. Der zweite wird folgen. Komm schon. Du hast viel zu viel Lebensenergie. Lol, habe ich den gerade geblockt? Ich bin nur abgerutscht. Ich wollte eigentlich ganz woanders was drehen. Und dann passierte das. Das war überhaupt nicht so beabsichtigt, ja? Oh, und da wollen wir bestimmt rein, hä? Dein Kampfgeist ist ohnegleichen. Du bist ein würdiger Streiter der Ordnung. Dann lass mich jetzt zu den Äbten. Nein, du hast erst eine der Prüfungen bestanden. Nun musst du Beliar deinen Wert beweisen. Oh, schon wieder eine Prüfung. Ohne Belias Segen bleibt dir der Zutritt zu den Äbten verwehrt. Sprich, welche Wahrheit verkündete der erste Belia-Jünger nach seiner Erleuchtung? Woher soll ich das bitte wissen? Woher soll ich das denn bitte wissen? Du wurdest bereits erleuchtet. Nur weißt du nicht, dass du weißt. Lass mich endlich, oder was? Hör endlich auf, meine Zeit zu verschwenden. Lass mich zu den Äbten. Nein. Ich warne dich, meine Geduld ist am Ende. Zuerst die Prüfung. Mönch oder nicht, gleich gibt's was aufs Maul. Leere Drohungen. Ich hab dich gewarnt. Wehr dich. Zack, 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 zack. Wie kannst du es wagen, mir den Einlass nicht zu gewähren? Ich werde dir zeigen, was es heißt, Lord Peter zu verärgern! Oh, bin ja schon fertig, Nathan. Sage mir, mein Sohn, war das die Tat eines gerechten Menschen? Es gibt keine Gerechtigkeit, nur Macht. Ja, das waren die Worte des ersten Jüngers. Hä? Belia hat auch dich erleuchtet. Du hast bestanden. Oh, lass mich endlich zu den Äbten. Sie warten auf dich in dem größten Gebäude des Klosters, unserem Heiligtum. No. Gleich, gleich. Ich will mich hier vorher eigentlich noch... Obwohl, wir können uns ja auch woanders noch umgucken, ne? Wir können ja jetzt hier erstmal gucken, was die Äbte zu sagen haben, oder was? Los geht's. Willkommen, mein Sohn. Wir haben lange auf dich gewartet. Warum habt ihr mich nicht gleich durchgelassen? Nur der Auserwählte des Schicksals darf die Wahrheit erfahren. Ich halte dich für würdig. Doch was ist mit meinem Bruder Galamoth? Hält er dich auch für würdig? Ist mir egal. Ich bin hier, um nach dem Weg zu einem alten Tempel zu fragen. Nur der Auserwählte des Schicksals darf den Tempel betreten. Meinen Segen hast du. Doch was sagt mein Bruder Galamoth dazu? Würdig sieht er nicht aus. Aber was soll's?
Sterben wird er ohnehin. Bitte was? Sterben? Das habe ich nicht so bald vor. Ein Rat von mir für dich, mein Sohn. Stürze dich jetzt von den Klippen. Es wird dein Leiden verkürzen. Sag mir lieber, wie ich in den Tempel komme. Ungeduldig, was? Bevor wir dir den Weg in den Tempel verraten, will ich wissen, warum du nach dem Tempel suchst. Ich will verhindern, dass die Paladine den göttlichen Amboss des Tempels für sich gewinnen. Warum willst du das? Die Schweine haben meine Geliebte ermordet. Du sprichst die Wahrheit, aber deine Motive sind falsch. Falsch? Falsch sind sie, ja. Geh in den Tempel. Er wird deinen kleinen Geist erweitern. Dann sag mir endlich, wie ich in den Tempel komme. Das Tor zum Tempel liegt tief im Dschungel hinter unserem Kloster. Einst hat die königliche Familie von Setarif diesen Weg beschritten, um der Göttin zu huldigen. Der Göttin? Der Göttin? Bist du nicht ein Priester des Innos? Alles ist eins im Sinne der Göttin, mein Sohn. Du wirst es sehen. Wie du meinst. Wie finde ich den Weg zum Tempel? Ich werde ihnen deinen Geist einprägen. Bist du bereit? Rundal hat gesagt, ein Mann mit einer Augenklappe war hier. Was hat er über den Tempel herausgefunden? Es betrübt mich zu sagen, dass mein Bruder Galamoth ihm den Weg in den Tempel verraten hat. Oh. Obwohl er nicht der Auserwählte war. Wieso das denn? Warum muss ich eure Possen mitmachen, wenn ihr jedem dahergelaufenen Schurken eure Geheimnisse verratet? Die Art, wie der Mann sich geweigert hat, die Prüfungen abzulegen und hier eingedrungen ist, hat meinem Bruder sehr imponiert. Das und das Messer an seiner Kehle. Oh. Ich bin dazu bereit, in den Tempel zu gehen. So sei es. Der Weg steht dir offen. Möge die Göttin dich erleuchten. Eines noch zu deiner Belehrung. Früher hatte die Göttin zwei Gruppen von Dienerinnen. Die Anbael und die Anosiri. Sie dienten der Göttin in Eintracht, bis eines Tages ihre Visionen von der Zukunft voneinander abwichen. Der Kult zerbrach und die Dienerinnen der Göttin bekämpften einander. Wir werden sie aufhalten. Selena floh, aber sie war die einzige Anosiri, die in jener Nacht entkam. Aber wisse, auch die Anbael haben schwere Verluste erlitten. Was? So, Leute. Boah, ja, jetzt müssen sie ganz schnell direkt beten gehen hier, oder was? Das ist ja auch wundertoll. Wir plündern jetzt noch schnell hier die Halle, würde ich sagen. Zeug, das wir brauchen, haben wir hier nicht groß, wie es aussieht. Hier haben wir noch eine Truhe. Altes Buch, Melone. Haufen Zeug. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist unser Level-Up hier. Nahkampfkraft, Lebensenergie und Ausdauer. Das gibt ja aber auch Lebenskraft, ne? Machen wir es mal so. Zack. Ne, rückgängig nicht. Passt schon so. Alles klar, Leute. Wir haben hier im Kloster noch ein bisschen was zu beschauen, sage ich mal. Das machen wir beim nächsten Mal. Und dann werden wir uns darum kümmern, endlich mal zum Tempel zu kommen. Danke jedenfalls fürs Zuschauen, ne? Man sieht sich. Tschüssi.